So, Hallöchen und ich bin's nochmal hier zum nächsten Ankündigungsvideo oder auch zum Infovideo. Ja, wir waren ja bereits hier bei der Kanalumfrage in der Lobby der künftigen Hunger Games Map hier auf Mitrundir. Und ich möchte an dieser Stelle noch eine Info loswerden, beziehungsweise dass es auch wirklich niemand übersehen kann, ein Video machen. Dieses Video wird es hier auf beiden Kanälen geben, einmal auf Keltocraft und einmal auf Kelturio. Und ich möchte in diesem Video im Prinzip das Ergebnis beziehungsweise die Folge der Kanalumfrage bekannt geben. Ja, ich habe ja auf Kelturio die Kanalumfrage hochgeladen und das Ganze mal erklärt, wie es zur Umstellung auf Keltocraft kam, dass Minecraft komplett dahin ausgelagert wurde. Und das traf damals auch sozusagen auf, ja, einige Zustimmung. Jedoch muss ich natürlich auch sagen, dass ich damals diese Umfrage, bevor ich das Ganze aufgesplittet habe, natürlich auch etwas ungünstig gewählt habe. Also ich habe zum einen ein Mass Effect Hintergrundvideo genommen, da hätte ich vielleicht lieber Minecraft verwenden sollen. Und dann habe ich natürlich auch kein aussagekräftiges Thumbnail für das Video erstellt, so wie bei dem jetzigen auf Kelturio mit der Kanalumfrage. Deshalb haben wahrscheinlich auch viele nicht reingeklickt und viele haben es auch gar nicht mitbekommen, dass der Kanal dann umgestellt wurde. Also es waren wirklich sehr, sehr viele. Ich hätte nicht gedacht, dass es so viele Leute sind, die da gar nicht mitbekommen haben hier, dass ja, Minecraft jetzt komplett ausgelagert wurde. Das habe ich ja immer an den Fragen schon mitbekommen hier auf Keltorio. Wann kommt denn die nächste Showplay-Folge und so weiter und so fort. Also da ist wohl einiges an Informationen untergegangen. War auch meine Schuld, ich gebe es zu. Ich habe es ein bisschen falsch aufgesetzt, das Infovideo etc. Deswegen mache ich jetzt auch mal lieber eins mehr, beziehungsweise eins zu viel als eins zu wenig, sodass jeder die Info mitbekommt. Und wie gesagt, lade ich dieses Infovideo hier auch parallel auf beiden Kanälen hoch, sodass ihr euch nicht wundert, warum das Video jetzt auf beiden Kanälen erscheint. Ich möchte ja, dass es jeder sieht. So, das Feedback bzw. das Ergebnis der Kanalumfrage ist im Prinzip eindeutig. Da könnt ihr auch mal vorbeischauen bei dem Video auf der Startseite auf Kelturio. Da gibt es so ein Video zur Kanalumfrage. Da habe ich ja nochmal nachgefragt, wie das Ganze jetzt zukünftig laufen soll mit den beiden Kanälen. Und es waren eigentlich 90% der Leute dafür, es waren auch ein paar Neutrale dabei, aber größtenteils kann man sagen, es waren 90% der Leute dafür, dass wir zukünftig alle Let's Plays einfach einheitlich auf Kelturio veröffentlichen und Keltocraft sozusagen erstmal niederstampfen. Ich finde, das ist auch eine enorme Arbeitserleichterung für mich. Für euch ist es natürlich eine Art Übersichtsgewinn, also ihr habt alle Let's Plays auf einem Kanal, die Let's Plays werden alle unter einem einheitlichen Namen veröffentlicht, nämlich unter Kelturio. Da gab es auch einige, die haben Keltocraft abonniert bzw. umgedreht und wussten gar nicht, dass das andere mein Kanal noch ist, weil Keltocraft und Kelturio kann man sich jetzt nur vom Namen her ableiten, dass das mein Kanal ist, wenn man auch meinen Hauptkanal kennt. Wer jetzt nur Keltocraft kennengelernt hat, der kommt nicht unbedingt drauf, dass der Kanal Kelturio auch mit zu mir gehört. Ja, ich finde, das ist eine Art Einheitlichkeit, eine Art Übersichtsgewinn, was wir so gewinnen, wenn wir alles einfach auf Kelturio hochladen. Zum anderen ist es natürlich auch eine enorme Arbeitserleichterung für mich. Ich kann einfach mal alle Videos auf Kelturio hochladen und dann freischalten. Ich kann alle Kommentare unter einem Kanal verwalten. Ich kann ja einfach unter einem Namen sozusagen meine Videos veröffentlichen, was natürlich alles einfacher macht. Und demnach danke ich euch, dass ihr bei der Umfrage mit teilgenommen habt, so rege und häufig. Und ja, das ist im Prinzip das Ergebnis, was ich euch wissen lassen möchte, wer jetzt Keltocraft abonniert hat und wem meine Folgen bisher gefallen haben und die gerne weiterschauen möchte, schaut doch am besten auch einmal auf meinem Hauptkanal Kelturio vorbei, denn dort wird es ab sofort mit den ganzen Let's Plays weitergehen. Und alle, die jetzt Kelturio deabonniert haben und vorher schon bei mir waren, lasst mir doch einfach am besten wieder ein Abo bei Kelturio da. Und Keltocraft, wie gesagt, braucht ihr nicht mehr abonnieren, könnt ihr deabonnieren, wenn ihr wollt. Da werden jetzt keine Videos mehr kommen, bis auf dieses Infovideo hier, wo ich das Ganze bekannt gebe. Und wir werden auf Kelturio künftig fortfahren mit allen Let's Plays. Da werde ich natürlich die Playlist ein bisschen überarbeiten, werde das Ganze etwas übersichtlicher machen. Dann werde ich mir auch eine Art Wochenplan ausdenken, beziehungsweise
euch zukommen lassen. In den Kanallinks wird es den dann geben. Da könnt ihr dann sehen, an welchem Tag, um welche Uhrzeit, welche Folgen freigeschaltet werden. Das macht es natürlich noch übersichtlicher für euch. Und ich denke, dann sind wir doch alle zufrieden damit. Und nicht wundern, da habe ich bis jetzt auch schon einige Fragen bekommen. Nanu, ist das Video nicht schon doppelt hochgeladen worden? Auf Kelturio werden im Moment alle Videos, die ich auf Keltocraft veröffentlicht habe, erneut hochgeladen, weil wir wollen ja die Playlisten auf Kelturio und so weiter vollständig haben und unabhängig von Keltocraft sein. Deswegen werden jetzt alle 89 Videos, die ich schon bei Keltocraft hochgeladen habe, jetzt nach und nach bei Kelturio hochgeladen und veröffentlicht. Diese werden nicht auf Facebook mit veröffentlicht, da ich die ja schon einmal veröffentlicht habe. Also nicht wundern, falls es da jetzt Folgen gibt, die ihr schon gesehen habt auf Keltocraft, denn das sind im Prinzip die Re-Uploads. Und danach wird es einfach flüssig weitergehen hier auf Kelturio. Und ich hoffe, du bist ein Teil dieser Community. Lass einfach wieder Feedback da. Und ja, wir sehen uns dann in den nächsten Folgen, würde ich sagen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr bei den ganzen Re-Uploads natürlich auch noch ein Däumchen geben würdet. Ist natürlich nur eine Freude meinerseits. Aber wenn ihr das nicht wollt, müsst ihr das natürlich nicht. Wird niemand gezwungen, hier irgendwas zu liken, zu favorisieren, zu abonnieren, zu multiplizieren und zu subtrahieren oder was es auch immer da alles geben mag auf YouTube. Ja, seid einfach frei, seid ihr selbst. Und wir werden viel Spaß haben, hoffe ich mal, zukünftig nur auf Kelturio. War ein bisschen, ja, fehlgeschlagenes Experiment mit Keltocraft. Aber ich sage mal, Versuch macht klug. Und ja, wir bleiben auf ein für alle Mal auf Kelturio und machen dort unsere Let's Plays. Ich bedanke mich für deine bzw. eure Aufmerksamkeit und verabschiede mich erst einmal hier aus der Lobby der Hunger Games Map, die übrigens auch bald demnächst starten. Und ja, bis zum nächsten Mal, bleibt mir treu und bleibt wie seid. Dann ist es bis zur nächsten Folge auch nicht mehr weit. Bis dahin und Aloha. Euer Kelturio. Ciao.